Orchester und der Gesang sind in der Oper sehr gleichwertig, im Gegensatz zum Bel Canto. Keiner ist wichtiger und wir unterstützen sicher oft die Sänger, manchmal die Sänger uns und so miteinander das Bild sehr deutlich darzustellen, szenisch. Für mich ist das Schostakowitsch immer und auch diese Oper im Besonderen irgendwie, ich finde, irgendwo zwischen Mozart und Morricone. Das ist von der ganzen Präzision und diesen Ostinato-Rhythmen, die Mozart schon geschrieben hat, das macht er ja auf eine moderne Weise auch, bis hin zur Filmmusik. Je nachdem, welche Figur gerade da ist und mit wem man sich identifizieren kann oder auch mitleidet, identifiziert man sich ein bisschen damit. Je nach Oper auch, aber bei der auf jeden Fall, da ist ja alles drin, Tod, Mordschlag, Leidenschaft, alles. Ist eigentlich wie ein guter Film. Man lebt absolut mit der Bühne mit. Absolut. Sogar ich in meinem Loch da unten, wo ich nichts sehe. doch, und man ist total auf die Geräusche, so versucht zu verstehen, was da oben passiert. Ich glaube, viele sehen auf die Bühne und wir persönlich sehen nie, was da oben passiert. Wir müssen dann zur Seite gehen und schauen, aber es gehört trotzdem dazu. Und er hat in dieser Oper Erotik dargestellt, mit der Pornophonie, diesem Begriff. Eine nicht erlaubte Erotik wird dargestellt in der Musik. Ich denke, daher kommt dieser Begriff. Was damit gemeint ist, ist sicher, dass Schostakowitsch jederzeit oder in allen seinen Werken immer sehr einen Kampf ausgefochten hat. Einerseits gegen die Politik, was er selber gefühlt hat, was er eigentlich darstellen wollte, durfte. Es ist aufwühlende Musik, gemischt mit präziser Rhythmik. Das macht es natürlich recht schwierig, aber Petrenko möchte auf jedes Detail achten und wir wissen dann auch, um was es geht. Er hat nicht wirklich sich dahingestellt und erzählt, wie das Stück ist und die Geschichte. Aber man merkt immer wieder, wenn eine Stelle kommt und dann verändert sich der ganze Charakter, dass er sich total freut und lacht und singt irgendwie die Sängerstimme mit. Und ich glaube, als Musiker versteht man dann, worum das geht, ohne dass er darüber spricht. Er genießt es sehr, glaube ich. Ich finde, es ist ein Komponist, man hört ein paar Takte, wenn man nicht wüsste, welches Stück es ist, man hört sofort, es ist Schostakowitsch, wenn man ihn kennt. Das ist auch in dieser Oper so. Typisch russisch, alles eigentlich. Auch der Herzschmerz, das Weinen, was er einfach unglaublich gut darstellen kann, der Sarkasmus bei ihm immer sehr deutlich zu hören. Ein Walzer, manchmal soll der Walzer einen Tod da bringen. In Wien ist Walzer pure Freude, Leichtigkeit und Tanz. Hier ist es ein großer Konflikt. Und interessant. Ja, da gibt es so Stellen, da gibt es Glissandi, die vielleicht ein bisschen grotesk wirken. Oder so schnelle rhythmische Stellen, wo man gerade denkt, hä, was soll das jetzt in dem Moment? Aber genau, das macht halt den Witz aus und spürt man. Man hat auch ab und zu das Gefühl, dass das Orchester lacht. Es ist wirklich, also ganz, ganz deutlich. Ich finde, das ist eine tolle Musik.